Artikelnummer SCP-206, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. Da SCP-206 zu diesem Zeitpunkt nicht geborgen werden kann, wurde ein Plan zur Informationsunterdrückung entworfen, um die Existenz des Objektes zu verschleiern. Alle Frequenzen, die von SCP-206 zur Übertragung verwendet werden, sind zu überwachen und alle Bilder, die via anderer Sonden oder Satelliten zur Erde geschickt wurden, sind zu sichern und anschließend von allen Rechnern, welche nicht unter Foundation-Kontrolle stehen, zu löschen. Webseiten, Zeitschriften und Journals mit Technologie- oder Astronomie-Schwerpunkt sind auf Diskussionen über den Rover oder den Empfang ungewöhnlicher Fotos zu überwachen. Für eine vollständige Überwachungsliste siehe Dokument 206-AA-12. Allen Personen, die Kenntnis von der Existenz von SCP-206 erlangen, sind Amnestetika zu verabreichen. Aktualisierung, 30. November 2000. Da die orbitale Beobachtung von SCP-206 möglich ist, wurden Agenten innerhalb von Satelliten- und Luftbildverarbeitungsorganisationen angewiesen, auf Fälle von SCP-206 zu achten und die betroffenen Bilder zu entfernen. Es wurde vorgeschlagen, dies mit Fehlern in der Bildverarbeitung zu verschleiern. Beschreibung: Bei SCP-206 handelt es sich um einen Mars-Rover mit der Bezeichnung Invictus, welcher am 12. August 2000 im Rahmen eines gemeinsamen Projektes des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie für Wissenschaften und der Europäischen Raumfahrtbehörde gestartet ist. Die genauen Objektspezifikationen finden Sie in Dokument 206-AA-1. Trotz eines erfolgreichen Starts an Bord einer Soyuz-FG-Rakete ging am 16. Januar 2000 etwa auf halbem Wege zum Mars die Übertragung der Telemetriedaten verloren. Versuche, die Kommunikation wiederherzustellen, scheiterten und am 10. Februar 2000 wurde die Sonde für verloren erklärt. Am 8. Juni 2000, einen Tag nach der geplanten Ankunft von Invictus auf der Marsoberfläche, wurde eine Verbindung zur ESA-Flugsicherung auf dem Rover zugewiesenen Frequenz etabliert. Bevor die Verbindung von der Senderseite beendet wurde, wurden 38 Fotos übertragen, welche scheinbar die erwartete Landezone im Victoria-Krater zeigten. 3 Tage später kam es zu einer Übertragung von 11 weiteren Bildern, welche einen Ort mit drastisch abweichender Topographie zeigten. Der Ort wurde später als das Cydonia Mensae bestimmt, welches sich 2500 Kilometer weiter südlich befindet. Die Foundation wurde kurz darauf von einem Mitarbeiter der ESA über die Vorfälle informiert und begann eine Untersuchung. Maßnahmen zur Informationseindämmung wurden am 21. Juni 2000 eingeleitet, nachdem das ESA-Kontrollzentrum eine Reihe von 5 Bildern erhalten hatte, welche die Marsoberfläche zeigten und scheinbar von der Oberfläche des Trabanten Deimos aus geschossen wurden. Wie der Rover, der nur für eine Geschwindigkeit von 90 Metern pro Stunde auf ebener Fläche gebaut war, sich zwischen diesen Orten bewegen konnte, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. SCP-206 kontaktiert die Erde sporadisch und verwendet dabei seinen ursprünglichen Kommunikationskanal. Redigiert. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, sendet es eine Reihe von Bildern in unterschiedlichen Formaten. Die empfangenen Bilder entsprechen nicht immer den Möglichkeiten der ursprünglich auf Invictus installierten Hardware, obwohl die Signaturen des Session Initiation Protocol mit dem einprogrammierten übereinstimmen. Die Ortungsstationen haben inzwischen insgesamt Bilder empfangen. Eine große Anzahl dieser Bilder, etwa 38%, scheint auf der Erde oder eher ähnlichen Welten, welche sich in einigen Details unterscheiden, aufgenommen worden zu sein. Die übrigen Fotos scheinen auf oder in der Region verschiedener Himmelskörper aufgenommen worden zu sein, von denen nur ein kleiner Prozentsatz derzeit identifiziert werden konnte. Die Übertragungszeiten sind sehr unterschiedlich. Die kürzeste registrierte Zeit betrug 26 Stunden, die längste hingegen 511 Stunden. Trotz visueller Bestätigung der Existenz von etwas, das dem Rover ähnelt, siehe Anhang 206-1, wurde in den empfangenen Bildern keine Spur von ihm gefunden, selbst wenn das Bild eine reflektierende Oberfläche beinhaltete. Darüber hinaus zeigen eine Reihe von Fotos Standorte, die für einen Rover von der Größe und Form von Invictus äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich zu erreichen sind. Anhang 206-01. Zum Beginn der Eindämmung war nicht bekannt, ob die Übertragung von der Sonde selbst kam oder ob eine unbekannte Entität einfach die Frequenz kooptiert hatte und sich als Rover ausgab. Am 13. August 2000 übertrug SCP-206 jedoch ein Foto von etwas, das als Teil eines Mondreflektors identifiziert werden konnte. In der Nähe befindliche Orbitalsonden wurden neu programmiert, um die relevanten Regionen zu untersuchen, wobei Strukturen entdeckt wurden, die den Reifenspuren ähnelten, die man von einem Rover wie Invictus erwarten würde. Am 30. November 2000 konnte der japanische Mondorbiter Kaguya das Fahrzeug selbst während einer Kamerakalibrierung über dem Kopernikus-Krater aufnehmen. 4 Stunden später sendete SCP-206 ein neues Bild, das ein Panorama der gleichen Region zeigte. Seitdem konnte SCP-206 von mehreren Satelliten an verschiedenen Orten registriert werden, siehe Sichtungsbericht SCP-206.
Anhang SCP-206-02. Obwohl SCP-206 im Allgemeinen verwendet, wurden Bilder mindestens 5-mal an oder über zivile oder militärische Weltraumeinrichtungen übertragen. Es wurde keine Verbindung zwischen den betreffenden Bildsätzen gefunden. Weitere Informationen finden Sie im Zwischenfallbericht SCP-206. Archiv der von SCP-206 gesendeten Bilder. Datum 7. Juni 2000. Anzahl der Bilder 38. Die gesendeten Bilder scheinen SCP-206 Landung auf dem Mars zu dokumentieren. Bild 1 zeigt einen Blick auf den Victoria-Krater mit einer Blickrichtung nach Nordosten und einer geschätzten Entfernung von der Oberfläche von 3 Kilometern. Bilder 2 bis 37 zeigen das gleiche Areal bei abnehmender Höhe. Bild 38 wurde scheinbar vom Boden aus aufgenommen, etwa 500 Meter südlich des geplanten Landepunkts der Mission. Datum 10. Juni 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 11. Mars, Sidonia Mensae. Datum 17. Juni 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 5. Blick auf den Mars von außerhalb der Atmosphäre. Basierend auf der Ausrichtung der Himmelskörper der lokalen Gruppe wurde das Bild von Deimos aus aufgenommen. Datum 21. Juni 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Das erste Einzelbild. Dieses zeigt die Rückseite des Spirit Rovers, der damals den Gusev-Krater durchquerte. Es wurden von keinen anormalen Messwerten oder Bildern von Spirit berichtet. Datum 7. Juli 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Ruinen des Mars-Ultur-Tempels, Rom, Italien. Dies ist das erste Bild, das von SCP-206 gesendet wurde und einen Ort auf der Erde zeigt. Datum 13. August 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Einzelbild zeigt den linken oberen Teil eines Mondreflektors. Dieser wurde später als zu Apollo 15 gehörig identifiziert. Das Bild weist Eigenschaften auf, die mit den Aufnahmen durch eine Hasselblad 500-EL-Kamera, einem Gerät, das nicht an den Victus angeschlossen ist, übereinstimmen. Datum 29. August 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 7. Verschiedene Ansichten des Mount Rushmore, South Dakota, USA. Datum 1. Oktober 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Heckbereich eines gesunkenen Schiffes. Die Buchstaben L, S, T und N sind lesbar. Datum 14. Dezember 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Racetrack Playa, Death Valley, USA. Das Bild zeigt die Spur eines wandernden Felsens. Nach dem unteren Teil des Bildes sowie der Trajektorie des Steines zu urteilen, scheint das Bild von einem der Felsen selbst aufgenommen worden zu sein. Datum 7. Februar 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. 29 Kartons mit Glühbirnen. Der Ort konnte nicht wirklich bestimmt werden. Den Türen nach zu urteilen, handelt es sich um einen U-Bahn-Eingang in einer Stadt in der nördlichen Hemisphäre. Datum 11. Februar 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Eine Metallkonstruktion einer humanoiden Figur auf einem pferdeähnlichen vierbeinigen Wesen. Sowohl der Reiter als auch das Pferd scheinen aus mehreren kleinen Elementen zusammengesetzt zu sein. Datum 21. April 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Ein Traktor, später als ein Universalmodell identifiziert, auf der Veranda des Belgoroder Regionalmuseums in Russland. Datum 11. September 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 41. 13 Bilder zeigen eine Trauermesse in einer Kirche, später als St. Jerome in Noordwijk, Niederlande, identifiziert. Der Rest zeigt ein Begräbnis eines Mannes auf dem bereits erwähnten Kirchenfriedhof. Der Mann wurde später als leitender Statiker des Invictus Mars Rover Projekts identifiziert. Datum 9. Dezember 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Grabstein von. Das Bild ist verschmiert. Einige dunkle Flüssigkeitsflecken waren zum Zeitpunkt der Aufnahme auf dem Objektiv der Kamera zu sehen. Spätere Untersuchungen fanden Spuren von SCP-206 in der Nähe des Grabes und zwei unbekannter Art. Datum 24. Februar 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Mount Rushmore mit dem Gesicht von Jefferson Davis anstatt von Abraham Lincoln. Eines der ersten Fotos, das eine andere Erde als das Original darstellt. Datum 3. Juli 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Moskauer Kreml. Das Bild scheint von der großen steinernen Brücke aufgenommen worden zu sein. Die Mauern und Türme sind weiß, obwohl der Vegetation und den auf dem Film festgehaltenen Personen nach zu urteilen, das Foto zur Sendezeit aufgenommen wurde. Datum 1. August 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Ein kleines Fußballfeld, genauer Standort unbekannt. Es ist zu beachten, dass allen Personen und einigen abgebildeten Objekten die Schatten fehlen. Datum 15. September 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Taj Mahal in Agra, Indien. Ausgehend von der Perspektive wurde das Bild von der Hauptturmspitze aufgenommen. Die Struktur sieht nicht anders aus als die, die wir kennen, aber die Kuppeln sind mit vergoldeten Symbolen verziert, die zu keinem bekannten Alphabet gehören. Datum 30. November 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 8.
Der Mond, Kopernikus-Krater. Die japanische Raumsonde Kaguya hat hier etwa zur gleichen Zeit SCP-206 mit der Kamera erfasst. Datum, 1. Januar 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Daten gelöscht. Datum, 11. Januar 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Primär-Kühlmittelkreislauf eines Kernreaktors von innen. Datum, 9. März 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Daten gelöscht. Datum, 13. März 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Tempel von Khafre, Gizeh, Ägypten. Ausgehend von der Perspektive wurde das Bild von der Nasenbrücke der großen Sphinx aufgenommen. Datum, 7. Juni 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Zwei kaputte Fernseher mit einer Hauskatze, Felis Silvestris Catus, die auf einem von ihnen sitzt und zur Seite schaut. Datum, 24. Juli 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Ein verstorbener Mann liegt in einem Sarg. Es wurde angenommen, dass es sich bei dem Mann um einen bekannten Schauspieler handelte, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme war dieser am Leben. Datum, 29. Juli 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Eine verstreute Menge von Tauben. Der Ort wurde später als der Kathedralenplatz in Belgorod, Russland identifiziert. Datum, 16. August 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Viele tote Fische an einem unbekannten Ort. Datum, 31. Oktober 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Blick auf einen Panzerfahrersitz. Das Innere sieht aus wie ein Mauspanzer, aber viel moderner. Datum, 19. Dezember 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Daten gelöscht. Datum, 26. März 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 9. Ein architektonisches Ensemble, das wie das Forum des Augustus, Rom, Italien aussieht, aber in einwandfreiem Zustand ist. Eine der Fotografien zeigt einen elektronischen Bildschirm, der neben dem Gebäude installiert ist, bei welchem es sich vermutlich um den Mars-Ultur-Tempel handelt. Das Bild zeigt einen Text in einem unbekannten chinesischen Dialekt, der sich über dem Bildschirm bewegt. Eine Teilübersetzung ergab: Heil Mars, dem Retter, dem großen Helfer, der führte und das himmlische Reich errichtete. 100 Blumen, möge dein Speer treffen und Schilde und Schützen. Datum, 2. April 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 3. Innenansicht des Setlets Osarium in Kutná Hora, Tschechien. Das Innere sieht aus wie die eigentliche Kirche, aber einige der Schädel sind mit 3 Augenhöhlen ausgestattet. Datum, 4. April 2000. Anzahl der gesendeten Bilder 1. Blick auf den Fluss Lopan aus dem Fenster des Gebäudes der Charkower Nationaluniversität. Ausgehend von der Perspektive ist das Gebäude mindestens 10 Stockwerke höher als das eigentliche, obwohl der Hintergrund dem Datum der Aufnahme entspricht.